Leute, ganz wichtig, bevor ihr das Video jetzt hier guckt, guckt euch mein vorheriges Video an. Das heißt, drei neue Mazda RX-8. Ja? Guckt das bitte an oder guckt meine Instagram-Story, mir egal. Sonst werdet ihr das Video jetzt hier nicht verstehen. So, let's go. Moin Leute, was geht? Weil viele immer fragen, habe ich mir jetzt auch einfach mal so ein bisschen meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Und zwar, wenn ihr ins Spiel reinkommt, kommt ihr zu der Übersicht hier, die ist ja jetzt neu gemacht worden mit dem letzten Update. Und hier unten rechts steht was von Hobbys. Leider ist da noch ein Schloss davor, man kann nicht draufklicken. Und steht einfach nur bald erhältlich, ja. Und mich haben jetzt halt so viele Leute immer bei Instagram gefragt oder auch in den Kommentaren gefragt oder bei Twitch im Livestream gefragt, was bei Hobbys kommt, ja. Natürlich weiß niemand, was bei Hobbys kommt. Das wurde noch nicht bekannt gegeben, was es ist oder was es sein könnte. Da wurde nicht mal ein Hinweis drauf gegeben. Gar nichts. Null. Ja. Wie gesagt, man kann auch nicht draufklicken. Bald erhältlich. Und deswegen habe ich mir einfach so ein bisschen meine eigenen Gedanken dazu gemacht. Ja. Also ein Punkt, den ihr schon mal direkt vergessen könnt, ist irgendwas, was mit Polizei zu tun habt. Polizei, also jetzt Real Talk. Keine Ironie an der Stelle, Real Talk, mit Polizei hat es überhaupt nichts zu tun. Man hat ja vermutet, dass in dem Trailer zum Update, weil man am Anfang Polizeisirenen gehört hat, dass das irgendwas mit Polizei noch reinkommen wird ins Spiel. Vielleicht irgendwann, aber jetzt erstmal nicht, ja. Die Polizei habt ihr dann auch hoffentlich gesehen, da konnte man sich einfach eine Hupe fürs Auto kaufen mit einer Polizeisirene, ja. So, also das können wir auf jeden Fall vergessen. So, zurück zum Video. Worum geht's? Ich habe mir einfach so ein bisschen gedacht, ey, wir werden übrigens gleich nebenbei noch ein bisschen New York hier starten, damit es nicht zu langweilig wird. Aber ich habe mir einfach gedacht, ey, was macht The Crew eigentlich aus? Für mich macht The Crew mehrere Dinge aus. Und zum einen natürlich Rennen fahren, ja. Jeglicher Kategorie, hier gibt es ja genug, was man hier machen kann. Also auf jeden Fall Rennen fahren gehört für mich dazu. Natürlich auch das Sammeln von Autos. Also ich sammle auch auf jeden Fall gerne Autos. Ich habe viele Autos, die mich auch fast gar nicht interessieren. Aber ich will einfach auch so viele Autos wie möglich zusammen haben. Das ist halt das Coole. Ich versuche eigentlich in Autospielen immer, ja, möglichst alle Autos irgendwann mal gekauft zu haben, um einfach irgendwann eine volle Garage zu haben, ja. Finde ich einfach geil, die ganzen Autos zu besitzen. Und was macht The Crew noch aus? Und zwar habt ihr vielleicht auch schon gemacht und gesehen, hier hinten gibt es ja auch solche Fotoalben, ja. Da könnt ihr dann, oder müsst ihr verschiedene Sachen fotografieren. Ich habe jetzt hier, hier habe ich was gemacht. Spring rum, so. Ja. Und was auf jeden Fall immer cool ist, sind zum Beispiel hier Straßenline-Up oder hier Skylines, auch sehr, sehr geil. Das sind alles so Sehenswürdigkeiten, die es in dem Spiel gibt, ja. Gibt es übrigens nicht nur bei Street Racing, könnt ihr auch bei Offroad zum Beispiel, jetzt auch Fotoalben, ne? Landschaft, Fauna und ja, einfach so ein bisschen die Map zu erkunden. Das finde ich übrigens eine sehr geile Sache mit den Fotoalben, ne? Also würde es diese Fotomissionen hier nicht geben, hätte ich, glaube ich, gefühlt die Hälfte oder noch mehr als die Hälfte von der Map gar nicht gesehen. Also ich habe jetzt die Fotoaufgaben hier nicht gemacht, weil ich jetzt mit dem zweiten Account drin bin, ja. Hier, Niagara-Fälle, Meteoritenkrater, der Grand Canyon und so. Da einfach mal hinzufahren, da gibt es ja sonst keinen Grund dafür, außer man will wirklich mal gucken. Aber ohne diese Fotomission würde es keinen Grund geben, ja. Also macht für mich The Crew, macht für mich einmal aus Rennen fahren, dann das Sammeln und Tunen von Autos für mich. Und auf jeden Fall, was ich sehr geil finde, auch aufgrund der Map hier, weil die so groß ist und wirklich viel drin ist, einfach so Sightseeing, ja, so ein paar Sehenswürdigkeiten angucken, ein bisschen die Map erkunden und sowas. Das heißt, drei wichtige Punkte und vielleicht, ne, man weiß es jetzt nicht, könnte Hobbys, also das ist jetzt meine persönliche Vermutung oder meine, wie gesagt, ich habe mir einfach Gedanken dazu gemacht, was es sein könnte und das wäre das Einzige, was mir dazu einfällt, dass man vielleicht so diese drei Punkte, diese Crew ausmachen, als Hobby darstellt, ja. Und ich würde sagen, an der Stelle starte ich mal ein bisschen New Yorker. Ich habe da mal eine schöne Runde aufgenommen, bevor ich jetzt hier anfange zu labern. Ich will euch noch ganz kurz zeigen, ich habe hier natürlich keine Abkürzung gemacht, ja. Also, weil ich bin jetzt hier auch einen Rekord gefahren ohne Abkürzungen, ja. Ihr seht zum Beispiel, hier die Abkürzung habe ich nicht genommen. Ich bin hier schön hier hinten lang gefahren, ganz normal. So, hier habe ich natürlich auch die Abkürzung nicht genommen. Ja, bin hier ganz normal, also wie gesagt, alles legit hier ohne Abkürzung und so weiter gefahren. Ja, ich habe mir einfach meine Gedanken dazu gemacht,
was es sein könnte. Und was ich einfach vermute, was ich auf jeden Fall auch cool finde, ist, wenn man diese Aspekte, die ich gerade genannt habe, also ja, Rennen, normale Rennen fahren, die Map erkunden und Autos sammeln, wenn man das zusammen als, wird hier im Hintergrund übrigens auch gelabert, vielleicht kann ich das mal kurz ausschalten, dass man die einfach zusammenfasst und das als Hobby sieht, weil irgendwie ist es ja ein Hobby. Vielleicht ist der eine mehr der Typ, der einfach nur die Rennen fährt und dem auch alles scheißegal ist, alles drumherum. Der andere ist vielleicht so, der will lieber ein bisschen die Map erkunden und ein bisschen gucken und ja, einfach ein bisschen Amerika ein bisschen besser kennenlernen, weil die wichtigsten Sachen in Amerika sind ja hier auf der Map. Und vielleicht ist auch einer so wie ich auch bin, ja, nämlich einfach so ein kleiner Sammler, weil ich will in jedem Autospiel wirklich immer alle Autos haben. Am Ende, bevor ich das Spiel aufhöre zu zocken, muss ich mir alle Autos gekauft haben, sonst bin ich einfach nicht zufrieden und für mich ist das Spiel dann auch nicht fertig, ja. So, und ich könnte mir einfach vorstellen, dass man vielleicht sowas macht, dass man sagt, okay, was ist dein Hobby? Entweder das, das oder das, ja. Und dass man vielleicht sein Hobby nachgeht, dass man vielleicht da so ein paar Belohnungen bekommt, ja, um einfach uns noch weiter am Zocken zu halten. Ich meine, was hält euch momentan am Zocken? Euch hält eigentlich nur am Zocken, dass ihr entweder neu in the Crew seid, ja, also ich denke mal, wer ist seit Release gezockt, der ist irgendwann auch ein bisschen leid und man zockt dann immer nur, wenn ein Update kommt oder wenn neue Autos mal kommen oder sowas zum Beispiel. Ja, also mir macht momentan The Crew wieder ein bisschen Bock, weil ich habe lange nicht gespielt, ich habe ein bisschen Need for Speed gehustelt, mache ich auch immer noch, aber nicht mehr allzu krass. Auf jeden Fall, ja, um das Spiel einfach so ein bisschen am Leben zu erhalten. Und was hält das Spiel am Leben? Auf jeden Fall die Live-Summits. Ja, jede Woche gibt es einen neuen Live-Summit, wo man coole Sachen gewinnen kann. Mal mehr, weniger coole, mal coolere Sachen. Unter anderem natürlich auch Autos. Es fehlt aber noch irgendwas, um uns, ja, um wieder so ein bisschen, ja, Aktivität ins Spiel reinzubringen. Dass man sagt, oh yo, jetzt wieder ein bisschen in so Crew reingehen und dann mal wieder ein bisschen das und das machen. Einfach ein bisschen zocken, also einfach, es fehlt einfach ein Grund zu spielen, so. Und mit den Hobbys werden wir auf jeden Fall, also kann ich mir gut vorstellen, einen Grund bekommen, ja. Also ich stelle mir zum Beispiel sowas vor, dass man sagt, ey, mein Hobby ist jetzt zum Beispiel Rennen fahren und dass man vielleicht sein Hobby auswählen kann, ich bin der Rennfahrer und dass es da vielleicht so Missionen gibt, ja. So Missionen, die man machen muss. Und dann kriegt man vielleicht exklusive Belohnungen, ja. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn es irgendwie sowas sein könnte. Zum Beispiel, was wir jetzt neu gemacht haben, sind ja diese Emotes, ja. Müsst ihr mal ausprobieren. Ist eigentlich ganz cool. Bisher gab es diese Chat-Funktion im Spiel. Wenn man rumgefahren ist, konnte man dir immer so einen kleinen Text senden. Mittlerweile gibt es auch Emotes, die ploppen dann über dein Auto so auf. Und steht auch nochmal links, was es bedeutet. Man kann allerdings bisher, gibt es kaum Emotes. Es gibt so diese Standard-Dinger, die ja alle gelb sind. Dann gibt es manchmal welche im Shop und eventuell wird es auch ein paar im Live-Summit geben, aber halt voll weniger, ne? Also das ist ja nix. Und ja, eventuell kommen durch die Hobbys dann noch ein paar neue Emotes mit rein. Das wäre ja eigentlich ganz cool, weil es gibt halt einfach zu wenige, ne? Und ja, wenn man jetzt sagt, okay, exklusive Belohnungen, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir vielleicht exklusive und neue Emotes freischalten können durch die Hobbys. Vielleicht auch neue Unterbodenbeleuchtung, neue Reifen, neues Nitro und auch neue Autos. Ja, das wäre auch geil, wenn wir da neue Autos freischalten können. Dann könnten wir nicht nur im Summit die neuen Autos freischalten, sondern auch andere Autos dann durch die Hobbys freischalten. Ja? Also es ist ja halt entweder so, du kriegst ein Auto im Summit, da musst du aber dann meistens Platin sein. Das schaffen natürlich viele nicht, können ja nur 3000 werden. Oder es gibt ein neues Auto und du kannst es direkt kaufen. Ist halt relativ langweilig, wenn du es einfach kaufen kannst. Oder du halt easy bei ihm Platin wirst in einer Stunde. Deswegen fände ich ganz cool, wenn man durch die Hobbys einfach so ein paar Missionen machen kann. Und ja, dann, dass es irgendwie so eine Belohnung gibt. Und die Belohnung kann man dann für was einsetzen. Zum Beispiel sagt man, ey, für die Belohnung will ich jetzt lieber ein paar Sticker haben. Oder für die Belohnung will ich jetzt das Auto haben. Oder eine Unterbodenbeleuchtung oder einen Reifen. Vielleicht auch neue Klamotten für die Avatare, ja, weil es gibt halt echt nicht so viele nice Sachen für die Avatare. Da wäre es halt, vor allem wenn man den jetzt selber auch sehen kann, wäre es auf jeden Fall cool, wenn man neue Kleidung bekommt, ja. Das wäre ganz geil, das könnte ich mir auch voll gut vorstellen. Also kann man quasi, also ich stelle mir das auf jeden Fall so vor, ja, dass man eine Mission hat,
zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, jo, mein Hobby ist Rennen, dann sind da vielleicht ein paar Missionen, ja, mach mal das Rennen, mach mal das Rennen. Und vielleicht mit sowas, mit so einer besonderen Schwierigkeit, ne? Zum Beispiel, wie wir es von Need for Speed vielleicht schon kennen. Da war auch zum Beispiel, fahre das und das Rennen, aber mach dabei keinen Unfall oder ramme keine Gegner oder sowas in der Art, ja? Dass man so spezielle, also schon ein bisschen Schwierigkeitsgrad hat, ja? Und was ich mir vorstellen könnte, vielleicht so als Belohnung, naja, also wie, man weiß es ja nicht, aber vielleicht ist es ja vielleicht so wie bei Dschungelcamp, ja, das ist vielleicht eine coole Sache, so wie bei Dschungelcamp. Bei Dschungelcamp, wer guckt das? RTL, ja, kommt einmal im Jahr. Also ich gucke es eigentlich regelmäßig, wenn das kommt. Bei Dschungelcamp ist ja zum Beispiel auch so, du musst eine Mission machen, ja, und je nachdem, wie gut du das geschafft hast oder ob du das überhaupt geschafft hast, bekommst du ja bei Dschungelcamp diese, wie heißt die, diese Sterne, ja. Und je nachdem, wie viele Sterne du bekommen hast oder ob du überhaupt einen bekommen hast, kriegst du ja dann auch eine Belohnung. Und die Belohnung ist dann in dem Fall Essen, mehr Essen und viel Essen oder besonderes Essen auch, besseres Essen. Und vielleicht so irgendwie so ein System wäre halt cool, ne? Fahr das Rennen, ohne jemanden zu berühren. Dann kriegst du dafür halt für diese eine Mission dann 10 Sterne zum Beispiel, so wie bei Dschungelcamp, ja. Und man kann dann vielleicht in so einem Shop die Sterne einlösen. Wenn man jetzt ein paar gesammelt hat, so 100 Sterne oder so, sagt man, ja, für die 100 Sterne gönne ich mir jetzt vielleicht ein Emote. Oder man sagt, oh, nö, ich sammle noch ein bisschen weiter und hole mir dann für mehr Sterne ein neues Auto oder so, ja. Das wäre halt so eine richtig coole Sache, die ich mir vorstellen könnte. Allerdings muss man dann auch wieder sagen, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt drei Hobbys, sowas wie Rennen fahren, erkunden und was hatte ich noch gesagt? Ja, so sammeln, ne? So Autosammeln. Also Autosammeln stelle ich mir relativ langweilig vor. Keine Ahnung, wenn sowas kommt, könnte vielleicht sein, besitze alle BMWs oder so und dann kriegt man dann so ein paar, ja, dann nennen wir es einfach mal Sterne, womit man dann eine Belohnung kaufen kann mit den Sternen. Ne? Bei Erkunden wäre das schon wieder einfacher. Das wäre dann ungefähr, wär dann vielleicht so wie bei den Fotoaufgaben, wenn die sagen, ey, geh mal, was wir gerade gesehen haben bei der Fotoaufgabe, geh mal zum Grand Canyon und guck dir den mal an oder so. Oder ja, suche den halt. Also du musst ja erstmal wissen, wo er ist, ne? Also es wäre auf jeden Fall dumm, wenn die direkt einem sagen, wo der Grand Canyon ist. Wäre halt cool, wenn man sagen müsste, suche den Grand Canyon und ja, fahr mal dahin. So. Und dann kriegt man vielleicht eine Belohnung dafür, weil man das erkundet hat. Ja? Also man erkundet ja dann so gesehen die Map und bekommt dann dafür vielleicht eine Belohnung. Also das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte unter Hobbys. Ja? Das wäre auf jeden Fall eine nice Sache, weil das wird mich und ich glaube viele von euch und auch viele, die schon länger nicht mehr zocken, wieder motivieren, das Spiel zu spielen. Ne? Weil es ist echt momentan auch bei mir so, es kommt ein neues Auto rein. Und man kann es direkt kaufen, ja. Dann gehst du halt ins Spiel rein, kaufst das Auto, fährst ein paar Runden, okay, Spiel wieder weg, ne? Und so wäre es halt mega geil, ne? Wenn man dann mehrere verschiedene Aufgaben machen muss oder lösen muss und dafür eine Belohnung bekommt, wie gesagt, wie bei Dschungelcamp, die kriegen da Sterne. Und für die Sterne kannst du dann einlösen, nicht in Essen, ja, sondern in, ja, was du möchtest. Eine Unterbodenbeleuchtung, ein Reifen, ein Emote oder halt ein Auto. Ne? Das wäre halt richtig geil. Das würde ich mir wünschen, wenn das so kommen würde. Das wäre mega geil. Ja. Das wäre das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte, ja, was Hobbys sind, ne? Also, wenn ihr möchtet, Leute, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch unter Hobbys vorstellt. Das wäre auf jeden Fall so mal meine Vorstellung, ja? Und wir quatschen jetzt hier schon ein bisschen lange. Ich will das Video auch nicht zu lange halten. Ich dachte eigentlich, ich fahre jetzt hier noch New York zu Ende. Aber nicht. Aber ich kann ja trotzdem mal kurz ein bisschen vorspulen bis zum Ende hier. Und dann könnt ihr noch mal eben meinen Rekord sehen. Ich habe da jetzt auch kein extra Video zu hochgeladen. Das ist auch hier nur mit der PlayStation aufgenommen, ne? Also über SharePlayer einfach. Deswegen ist die Grafik auch nicht so gut. Das ist auf jeden Fall mein persönlicher Rekord, ohne irgendwelche Abkürzungen genommen zu haben, ja. Mein alter Rekord, der ist auf YouTube, den kann man sich angucken. Der ist mit dem Performante gefahren und der war bei 30 Minuten irgendwas. Guck mal hier. Das ist über, ja, oder ungefähr eine Minute schneller als mein alter Rekord, Digga. Das ist richtig geil. Wie schnell war das jetzt hier? Moment. Ja, läuft die Zeit noch runter hier. Keiner kommt natürlich wieder im Ziel, selbst der Street Doctor nicht. Man kennt ihn, den alten Lappen. Kappa. Ja, 29,14. War eine nice Runde auf jeden Fall.
So, Freunde. Wie gesagt, das ist so, was ich mir, was ich denke, was, vor, was Hobbys sein könnten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dann sein wird. Ja, wir werden sehen. Und ja, ich hoffe, der kleine Talk hat euch gefallen. Ein bisschen New York nebenbei. Schreibt mal einfach in die Kommentare, was ihr euch denkt, was wäre cool bei Hobbys, wie stellt ihr euch das vor? Ich hoffe auch, dass es nicht zu lange dauern wird, bis die Hobbys dann mal reinkommen, ne? Weil wenn sie jetzt noch bis Mitte des Jahres warten, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Ich finde, das müsste jetzt bald schon kommen, aber das weiß man auch wirklich, Real Talk nicht. Real Talk, das weiß man nicht, ehrlich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut, haut rein, neue Zocker. Ciao. Yeah.